Guten Morgen, liebe Videofreunde. Guten Morgen, auch von mir. Ja, jetzt ist nämlich der Mund leer, jetzt kann er guten Morgen sagen. Ja, also, wir sind wieder im Wohnmobil, wie ihr seht, am Frühstücken. Und wir sind gestern wieder losgefahren. Geplant war eigentlich erst heute. Heute ist Valentinstag. Morgen habe ich Wurzeltag und das wollten wir verbinden. Ich habe mir das gewünscht zum Geburtstag, dass wir mit dem Wohnmobil unterwegs sind und irgendwas Kleines machen. Ja, und es kam ein bisschen anders, als wir das geplant haben, weil unser Hund wieder mal krank ist und wieder mit dem Magen hat. Hat er sich wohl aus dem Winterurlaub mitgebracht, war wohl doch ein bisschen zu kalt der Schnee für die Nase und hat dann wahrscheinlich geschluckt, Schnee geschluckt und hat sich den Magen verrumst. Ja, und zwar richtig. Es ging jetzt eine halbe Woche, haben wir schon mit unserem Hausarzt rumgedoktert. Aber der ist irgendwie nicht in der Lage, irgendwie, weiß ich nicht. Also jetzt ist auch gut, jetzt wechsle ich auch definitiv einen Arzt. Und ja, wir sind dann gestern hierher gefahren, weil Michael dann die nächsten 3 Wochen auch arbeiten muss. Und ich dann hätte alleine fahren müssen nach Dresden und so haben wir das natürlich dann gestern noch in Anspruch mitgenommen und war auch gut so. Wir waren wieder sehr zufrieden in der Klinik in Dresden. Wir können die Klinik echt empfehlen. Es sind alles sehr junge Ärzte, aber die sind halt auch sehr gewissenhaft und haben auch, also das zweite Mal jetzt schon, uns alles super erklärt. Und ja, jetzt ist eine Batterie Medikamente gekriegt und es geht ihm aber heute auf jeden Fall schon mal besser. Er hat auch wieder gefressen und er war draußen schon gewesen. Also die sind schon wirklich gut. Unser Tierarzt leider, nee, kommt damit nicht so richtig zurecht. Naja, dann sind wir natürlich gleich hier geblieben und sind wir gestern Abend, wollten wir noch nach Meißen fahren. War aber schon dunkel und auf einmal haben wir auf der Straße gesehen, 3 Kilometer bis nach Moritzburg. Und dann hat es gemacht, Bingo, da war was. Weil hier gibt es nämlich einen Stellplatz mit Strom am Schloss. Und da sind wir dahin gefahren und dann gab es auch noch gleich direkt am Stellplatz hier eine schöne Gaststätte. Und da waren wir gestern Abend essen. War sehr lecker, war sehr gut, sehr nette Wirtin, kann man echt wirklich empfehlen. Ist ein bisschen teuer, aber es war gut. Ja, und jetzt habe ich gedacht, wenn ich schon mal hier stehe, vor Moritzburg, gehe ich jetzt mal in die Aschenbrödel-Ausstellung. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Ich weiß, dass einige geschrieben haben, dass sie ein bisschen enttäuscht waren, aber ist egal. Ich mache mir jetzt noch mein eigenes Bild und hoffe, dass ich da drinnen ein bisschen fotografieren kann oder drehen kann. Muss man mal gucken, drehen wahrscheinlich nicht, aber fotografieren. Und dann kann ich das ein bisschen mal euch zeigen. Und heute möchte ich eigentlich gerne mal ein schönes Valentinsessen, Valentinstagessen kochen. Hm. Ob wir das hinkriegen, mal gucken. Wir wollen mal Pommes im Omnia probieren. Super Essen! Valentinstagessen Pommes. Also es soll natürlich auch noch was Feines dazu geben. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Also, bis später. Tschüssi. Ciao. Thank you.
high. No matter the distance and how far I run, you'll always be missing. Stehen wir jetzt in Bad Schandau auf einem normalen Parkplatz, wo wir eigentlich normalerweise nicht stehen dürfen, weil hier Wohnmobile nicht erlaubt sind und übernachten auch nicht. Da steht dran, bitte benutzen Sie halt die Campingplätze, und dann stehen jetzt für 4 Orte jeweils ein Campingplatz dran, aber es gibt keinen Campingplatz, der hier auf hat. Also wenn jemand kommt, dann ist das halt so. Dann haben wir halt keine Möglichkeiten und jetzt stehen wir einfach hier. So, und jetzt schütte ich mal die Pommes hier rein. Ich bin mal gespannt. Obwohl, die sagen, Michael, in 5 Minuten sind die gut. Ich bin mal gespannt. Dann müsstest du jetzt mit dem Steak anfangen. Ja, jetzt einen Augenblick. Dann warten wir einen Augenblick und dann fangen wir. Ja, jetzt kann ich nicht mehr. Ich habe das jetzt reingeworfen. Sind jetzt drin. So, also. Jetzt sind wir gespannt. Das Ganze soll jetzt 5 Minuten dauern. Und ich glaube auch, dass das, die sind nämlich schon fix und fertig. Ich bin mal gespannt. Das ist aber ein bisschen wenig. Hätte ich das gewusst, hätte ich ein bisschen mehr genommen. So sehr viel ist das nicht. So, jetzt machen wir mal einen Deckel drauf. Ich wollte euch mal unseren Omnia-Deckel zeigen. Nach einer Saison. Warum? Weil mein lieber Mann schon 3-mal mit einem Mikrofasertuch, und verbogen ist er auch, sehe ich gerade, mit einem Mikrofasertuch den Deckel abgehoben hat. Und das kommt dann dabei raus. Es wird wohl wahrscheinlich irgendwann einen neuen geben. So, jetzt liegen die schön hier drin. Ich hoffe, die werden knusprig. So, unser Valentinstagessen ist fertig. Butterzartes Rinderfilet mit Pommes im Omnia und Pilzen mit Frühlingszwiebeln. Kling! Ich weiß jetzt übrigens nicht, ob ich in die Kamera geguckt habe, weil ich habe eine neue App, eine Film-App, und da weiß ich gar nicht, wo ich jetzt hingucken soll. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich jetzt ein bisschen daneben geguckt, also ich wollte euch anschauen. Wollte ich nur mal dazu sagen. Guten Appetit. Ja, ess noch mal. Fang an. Alles gut? Guten Appetit. Die Pommes sind übrigens nicht schlecht geworden. Steak auch nicht. Knusprig. Bisschen trocken. Ist halt nicht in der Fritteuse. Weniger Kalorien. Aber
Holzstrich. Also kann man machen. Wieder eine Erfahrung mehr. Ins Display gucken. Da rein. Genau dahin gucken wir jetzt mal. Ist das jetzt richtig? Oder wir gucken jetzt in die Kamera da unten. Oder ist das jetzt richtig? Find you.